Das Wikipedia-Spiel, das ist das Thema dieses Videos. Mein Dank gleich vorweg an zwei Schülerinnen und Schüler von mir, nämlich Elke Meierhof und Philipp Veit, die mir gezeigt haben, dass dieses Spiel einerseits viel Spaß machen kann, dass man auch einiges lernen kann. Jetzt aber zum Spiel. Jeder kennt dieses Gefühl, man landet auf Wikipedia von irgendeinem Eintrag, kommt man zu einem Artikel, schaut dann so auf der Webseite weiter und kommt dann zum Beispiel hier bei Schon gewusst vorbei. Und dann steht dann hier, in Picossa gewann 1967 ein Fußballer die Kommunalwahl. Man wird neugierig, klickt dann auf den Link und schaut danach. Und bevor man auch nachschaut, was das mit dem Fußballer ist, das wäre dann da herunten, aha, da gab es eine Werbeeinschaltung, überlegt man sich, okay, wo ist das Ganze, schaut dann nach und stolpert dann über manche Dinge, wie hier zum Beispiel Korallenbäume. Was sind Korallenbäume? Man schaut nach, aha, es hat nichts, die schauen nur so aus wie Korallenbäume, man kommt dann eben von einem Artikel zum nächsten. Und so ähnlich läuft es auch mit diesem Wikipedia-Spiel ab, so dürfte das entstanden sein vor 5, 6, 7 Jahren. Haben das einige im Internet schon gespielt, es wurde erfunden und hat sich dann weltweit ausgebreitet und das möchte ich euch jetzt hier zeigen. Im Prinzip geht es um Folgendes, man startet bei einem Wikipedia-Artikel und nimmt sich vor, zu einem bestimmten anderen zu kommen. Und wie könnte man das machen? Man überlegt sich zu Wörter Begriffe, eben als Startwort und Zielwort und überlegt sich dann eben dann den entsprechenden Wikipedia-Artikel, von dem man starten möchte und zu dem man dann kommen möchte, also zu dieser Zielseite. Eine Möglichkeit, das zu machen ist, man geht hier auf die Startseite von Wikipedia und hier gibt es die Möglichkeit, einen zufälligen Artikel sich vorschlagen zu lassen. Ich mache das einmal hier, rechte Maustaste, linke neuen Tab und da wären wir hier bei Maljama Mujan, interessant. Und dann lasse ich mir noch einen Artikel anzeigen und das wäre dann Kent Fiers. Und dann könnte man sich überlegen, wie man eben von Waldemar Murjan, ein deutscher Unternehmer anscheinend, bis hin zum Kent Ferns kommt oder zu Kent Ferns kommt und da müsste man sich eben dann durchklicken. Spielregeln schauen jetzt einmal so aus, man darf nicht direkt hier herinnen dann zum Beispiel, wenn ich jetzt hier starten würde, bei Murjan dürfte ich nicht Kent Ferns hier eingeben, dann wären wir gleich dort, das ist mal nicht erlaubt. Und man darf ebenfalls nicht über Weblinks zu einer bestimmten Seite kommen. Das heißt, man muss wirklich innerhalb von Wikipedia bleiben und immer hier über diese Einträge dann weiterkommen. Und wenn man sich es am besten merken kann natürlich, möchte ich euch gleich ein Beispiel zeigen. Ich habe hier mal vorbereitet eine Liste von Serienmördern. Das ist ein Artikel über Liste von Serienmördern, ganz spannend. Und da möchte ich dann kommen zu Kakteengewächsen. Zu diesem Artikel hier. Also von Serienmördern zu Kakteengewächsen. Und ich schaue mir das jetzt einmal hier durch. Es gibt hier eine Reihe von, man glaubt es kaum, unglaublich vielen männlichen Serienmördern. Ich möchte aber hier bei weiblichen Serienmördern dann starten. Ich habe mir das vorher schon ein bisschen angeschaut. Unglaublich lang. Und habe dann hier die Möglichkeit, weibliche Serienmörder hier anzeigen zu lassen. Und lassen wir das dann nach den Opfern darstellen. Ein Opfer ist schlimm genug, aber ja. Ich möchte hier mit mehr Opfern starten und da gibt es mal eine Serienmörder in Japan und ich starte hier jetzt aber über eine aus Ungarn, die sogenannte Blutgräfin, sehr bekannt, 16. bis 17. Jahrhundert. Die nehme ich mir jetzt, möchte ja zu den Kakteengewächsen kommen. Ich muss jetzt also irgendwie schauen, dass ich zur Biologie, Psychologie in dem Bereich dann unterwegs bin, dass ich hier eben dann bei diesen Kakteengewächsen dann letztlich landen kann. Ja, was kann ich da machen? Ja, über Serienmörder könnte ich zur Psychologie vielleicht kommen oder sogar zur Biologie. Gehe auf Serienmörder dann und da schaue ich dann weiter, was hat das mit Psychologie oder mit Biologie zu tun? Ich schaue da mal nach. Da haben wir Verbrechensbekämpfung, Motivation, ja, Neurologie, das wäre eine Möglichkeit hier zum Beispiel schon einmal weiterzukommen. Vielleicht evolutionärer Psychologie. Evolution ist gut, denn Kakteen gibt es schon sehr lange. Vielleicht kann ich irgendwie über Evolution in diesen Bereich dann hinein. Evolutionärer Psychologie, da muss hier irgendetwas dann über Evolution stehen. Da habe ich schon was. Und dann, wenn ich Glück habe, komme ich hier dann zu den Kakteen. Ich schaue jetzt einmal weiter. Und überlegen wir mal, wo da etwas sein könnte. Vererbung, Mutation, Selektion, ja, Gene. Ja, Verweiterung, Rekonstruktion, jetzt sind wir bei Fossilen, also ich gehe jetzt immer weiter in die Vergangenheit da zurück. Bin hier schon bei ganz alten Wolfsmilchgewächse und da habe ich schon Kakteen. Und ich bin schon bei den Kakteen gelandet. Eine ähnliche Vorgehensweise wäre zum Beispiel hier, wenn ich von Orionnebel
zum Galapagos-Inseln gelangen wollte. Da könnte ich mich ebenfalls dann durchklicken. Ja, wie stellt man fest, wer gewonnen hat? Gewonnen hat der, der vielleicht einerseits vielleicht am schnellsten ist. Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, wer mit den wenigsten Klicks dorthin kommt. Da könnte man dann mitschreiben, welche Schritte man gegangen ist. Dann am Eingangs habe ich erwähnt, dass ich da noch verweisen möchte, was man da alles lernen kann, eben über Zusammenhänge, neue Zusammenhänge kennenlernen, dass die Allgemeinbildung testen kann, also dass ich von der Bartonie zum Beispiel über Psychologie oder Biologie dann hingekommen bin zu den Kakteen gewechselt, da kenne ich ein paar Zusammenhänge. Und manchmal kann es auch so sein, dass man drauf kommt, das geht aber sehr kompliziert, man kommt da nicht weiter, und so habe ich es dann mit Schülerinnen gespielt, die sind von Psychologie, sollten sie zu ihrer Schule kommen. Und diese Schule befindet sich in Linz in Oberösterreich, und da haben sie sich dann den Artikel angeschaut über Linz in Oberösterreich, haben aber dann festgestellt, dass dann die Schule, diese Besuchen da gar nicht vorkommt. Und was haben sie dann gemacht? Sie sind dann hergegangen und haben dann diesen Wikipedia-Artikel dann ergänzt und haben dann zum Beispiel hingeschrieben, hier eben das Gymnasium der Kreuzschwestern in Linz. Also man sieht, mit so einem Wikipedia-Spiel kann man nicht nur etwas lernen, sondern man kann auch aktiv mitarbeiten an dieser tollen Sache wie Wikipedia. Danke für eure Aufmerksamkeit.